Man muss Krieg nicht akzeptieren, man kann ihn allerdings auch nicht ignorieren, zumal derzeit auf der Welt rundweg 27 Kriege stattfinden und diese Kriege werden natürlich mit Waffen geführt. Und was viele wahrscheinlich überhaupt nicht wissen, dass so mancher Alltagsgegenstand, den wir tagtäglich benutzen, wie zum Beispiel die Mikrowelle, ein Nebenprodukt der Waffenindustrie ist. Und was ich bis vor kurzem noch gar nicht wusste, dass es sogenannte Mikrowellenwaffen gibt und wie die funktionieren, was es damit auf sich hat, das erfährst du jetzt in meinem Beitrag. Also herzlich willkommen auf meinem Kanal Glücksmensch Daniel D. Ich bin Daniel. Mikrowellenwaffen sind Waffen, die Mikrowellenstrahlung verwenden, um Ziele zu beeinträchtigen oder zu zerstören. Sie funktionieren, indem sie elektromagnetische Wellen in der Mikrowellenbandbreite, also Niederfrequenzstrahlung, aussenden. Diese Wellen können elektronische Geräte beeinträchtigen oder zerstören, indem sie die elektronischen Schaltkreise überhitzen oder durch Überspannung beschädigen. Sie können auch verwendet werden, um Personen oder Tiere zu beeinträchtigen, indem sie die Körperwärme erhöhen oder Schmerzen verursachen. Eine Art von Mikrowellenwaffe ist die sogenannte Active Daniel System, ADS, die verwendet wird, um Menschenmengen aufzulösen, indem sie einen starken Mikrowellenstrahl auf die Ziele richtet, der die Wärmeempfindung der Haut erhöht und unangenehme Schmerzen verursacht. Es gibt jedoch auch andere Arten von Mikrowellenwaffen, die auf verschiedene Weise entwickelt wurden. Mikrowellenstrahlung hat eine niedrige Frequenz und liegt in einem Bereich von etwa 1 GHz bis 100 GHz. Mikrowellenstrahlung hat eine längere Wellenlänge im Vergleich zu Hochfrequenzstrahlung und dringt weniger tief in die Zellen und Gewebe ein. Hierbei ist es wichtig zu beachten, dass die Anwendung von Mikrowellenwaffen umstritten ist und es Bedenken hinsichtlich ihrer Sicherheit und ethischen Auswirkungen gibt. Es gibt auch Bedenken hinsichtlich der möglichen langfristigen Auswirkungen auf die Gesundheit von Personen, die von Mikrowellenwaffen beeinträchtigt werden. Außerdem ist sicherzustellen, dass die Exposition auf ein sicheres Niveau begrenzt wird. Unerträgliche Hitze, die aus dem Nichts kommt, durch eine der neuesten nicht tödlichen Waffen der US-Streitkräfte. Der jüngste Prototyp der sogenannten Mikrowellenwaffe ist ein Gerät, das mit Hitze abschrecken soll, geruchlos, lautlos und unsichtbar. Es fühlte sich an, wie wenn man einen Ofen öffnet, fast wie ein Stich von der Brust bis zum Hals. Ich fühlte es zuerst am Hals, dann war es, als müsste ich instinktiv zur Seite springen. Seit mehr als einem Jahrzehnt lässt die US-Armee an dieser Waffe forschen. Natürlich gibt es Sicherheitsbedenken. Doch nach Angaben der Streitkräfte gehen die Mikrowellen nicht unter die Haut und sie stellen keine Gesundheitsgefahr dar. Wenn der Benutzer den Abzug drückt und aus Versehen mit dem Finger drauf bleibt, wird automatisch 3 Sekunden unterbrochen. An 11.000 Menschen wurde die Waffe getestet. Offiziell gab es nur 2 kleinere Verletzungen. Das Pentagon hat noch nicht entschieden, ob es das Active Denial System mit seinem 1000 Meter weit reichenden Strahl tatsächlich bestellt. Stellen Sie sich einen unsichtbaren Suchscheinwerfer vor. Unsichtbare Suchscheinwerfer mit Radiowellen. Die Mikrowellenwaffe könnte unter anderem zur Abwehr feindlicher Angriffe eingesetzt werden oder zum Auflösen von Menschenansammlungen. Doch zunächst einmal ist sie weiterhin nur ein Prototyp. Außerdem gibt es noch zahlreiche andere Neuentwicklungen, die so ein bisschen an Raumschiff Enterprise dran erinnern, wie zum Beispiel der Laser-Induced Plasma Channel. Der Laser-Induced Plasma Channel, kurz LIPC, ist eine Technik zur Erzeugung von Plasmakanälen in der Atmosphäre. Hierbei wird ein starker Laserstrahl verwendet, um das Medium zu ionisieren und so einen leitfähigen Plasmakanal zu bilden. Der LIPC wird in vielen Anwendungen eingesetzt, wie zum Beispiel in der militärischen Kommunikation, der Wetterforschung und der Grundlagenforschung in der Plasmaphysik. In der militärischen Kommunikation kann der LIPC verwendet werden, um eine sichere und zuverlässige Übertragung von Daten über große Entfernungen zu gewährleisten.
Der LIPC kann auch als Waffe eingesetzt werden. Hierbei wird der starke Laserstrahl genutzt, um Ziele zu beschädigen oder zu zerstören. Die hohe Leistung des Lasers kann zu einer starken Erhitzung des Zielmaterials führen, was zu einer Zerstörung oder Beschädigung desselben führt. Weltweit in einigen Ländern wird der LIPC bereits zur Verkehrsüberwachung eingesetzt. Es ist möglich, mit Hilfe der Technologie Geschwindigkeitsüberschreitungen zu messen oder Fahrzeuge auf der Straße zu identifizieren, gegebenenfalls auch zu stoppen. Auch in der Industrie kommt die Technologie bereits zum Einsatz. In bestimmten industriellen Anwendungen, wie zum Beispiel in der Automobil- oder Luftfahrtindustrie, kann es notwendig sein, elektronische Systeme während der Produkttest oder Entwicklung zu beeinträchtigen. In bestimmten Umgebungen, wie zum Beispiel Nationalparks, kann es notwendig sein, mit Hilfe der Technologie Wildtiere zu beeinflussen, um sie vor gefährlichen Bereichen fernzuhalten. Statt Verdächtige mit Elektroschocks vollzupumpen, setzt ein anderes Projekt auf visuelle Reize. Der Dazzler ist eine Art Taschenlampe des US Department of Homeland Security und soll durch unzählige, abwechselnd blinkende LEDs bei Zielpersonen Sehkrankheit bis zur Übelkeit auslösen. Findige Techniker haben eine $250-Variante der sogenannten Kotz-LED für den Hausgebrauch entwickelt. In der Kultserie Star Trek gab es Phaser als Energiewaffe. Das US-Verteidigungsministerium hat sich das E gespart und einen Phase-SR entwickelt. Das Personal Halting and Stimulation Response Gewehr soll ein Ziel temporär desorientieren und blind machen, indem es elektrische Schocks, Licht- oder Tonimpulse auslöst. Dies kann zu kurzzeitigen Schmerzen, Überstimulation oder Verwirrung führen und dazu beitragen, dass das Ziel sich zurückzieht oder anhält. Der XM25 ist ein moderner, computergestützter Granatwerfer, der von der US-Armee entwickelt wurde. Er ist in der Lage, granatartige Projektile auf eine Entfernung von bis zu 700 Metern abzufeuern und ist bekannt für seine präzise Zielerfassung und Berechnung. Der XM25 verwendet eine Mikrochip-basierte Zielverfolgungstechnologie, die es dem Benutzer ermöglicht, ein Ziel zu markieren und die Entfernung zu messen, bevor es eine programmierbare Granate abfeuert, die explodiert, wenn sie das Ziel erreicht oder überfliegt. Die Eigenschaften machen den XM25 zu einer wertvollen Waffe für Kommandoeinsätze, da er es den Soldaten ermöglicht, feindliche Ziele zu bekämpfen, die hinter Deckung versteckt sind, ohne ihre eigene Deckung zu verlassen. Wenn dir mein Beitrag bis hierhin gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Wenn du den Kanal abonnierst, dann aktiviere am besten gleich die kleine Glocke, damit du keinen Beitrag mehr verpasst. Ich bin jetzt am Ende meines Beitrags angelangt. Ich hoffe, du konntest etwas mit der Information anfangen. Ansonsten wünsche ich dir jetzt eine erfolgreiche kommende Woche. Wir sehen uns wieder, wenn ich mein neuestes Video hochlade. Also bis dann, ciao, dein Daniel.